Moin Leute und herzlich willkommen an diesem Sonntag. Heute werde ich euch zeigen, wie ihr in Photoshop mit dem sogenannten Slice-Werkzeug Verlinkungen auf Webseiten erstellt. Also viel Spaß! So, herzlich willkommen zurück. Wie ihr sehen könnt, habe ich jetzt in Photoshop schon mal so ein kleines Layout für eine Webseite erstellt. Sieht jetzt nicht unbedingt so toll aus. Aber es ist ganz wichtig, dass falls ihr das in Illustrator oder sowas erstellt und einfach reinzieht in Photoshop, bitte eine Datei mit 16-Bit erstellt. Also ihr seht hier, Modus maximal 16-Bit. Mit 32-Bit kann man es später nicht für Web speichern, also nicht im Browser dann richtig öffnen. Zumindest geht das jetzt hier nicht, sonst kommt das Fenster hier nicht. Gut, wenn ihr jetzt hier so etwas habt, wollen wir jetzt bestimmte Bereiche, in diesem Fall dieses Logo hier und das YouTube-Logo, hier verlinken. Das können wir ganz einfach mit einem Werkzeug machen, das nennt sich Slice-Werkzeug. Und das seht ihr hier. Das könnte durch die anderen hier versteckt sein, aber wir wollen das ganz normale Slice-Werkzeug. Falls sich jetzt bei euch hier nichts zeigt und nichts verändert, weil normalerweise müsste sich hier die 01 mit so einem Picture hier dran zeigen und dass das halt eine Ebene ist, dann geht bitte auf Ansicht, Anzeige und auf Slices. Wenn das nicht aktiviert ist, könnt ihr eigentlich nichts machen und seht halt nicht, was ihr da jetzt genau fabriziert. Wir wollen uns jetzt auf jeden Fall mal die Sachen hier verlinken. Das machen wir eigentlich ganz leicht. Wir zoomen uns näher und nehmen als erstes mal das YouTube-Logo. Dann klicke ich einmal, halte gedrückt und ziehe mir hier so einen Rahmen drum. Ihr werdet feststellen, das ist genau wie das Rechteckwerkzeug. Wenn ich hier meine Leertaste drücke, kann ich das ganz normal verschieben. Dann lasse ich los und habe jetzt hier schon quasi einen Slice von meiner Website erstellt. Jetzt wollen wir das Ganze natürlich auch verlinken. Dazu macht ihr einfach einen Doppelklick drauf. Name, gebt einfach mal YouTube ein und eine URL braucht ihr noch. Die kopiere ich mir jetzt hier einfach rein. Einfügen. Okay, da kommt man dann einfach auf meinen YouTube-Channel. Okay, dann mache ich okay. Und jetzt wollen wir das hier auch noch verlinken. Genau dieselbe Geschichte wie vorhin auch. Oh, die sind gar nicht parallel, egal. Wieder einen Rahmen drum ziehen, loslassen. Ihr seht, da bilden sich immer neue Slices. Das ist 6., 7., 9., 8. Slice. Doppelklick, Name, Website und die URL noch einfügen. Das andere, das könnt ihr auch noch irgendwie machen, Meldungstext. Ich glaube, das ist der Text, wenn ihr dann draufklickt, was dann irgendwie so sagt zur Website oder sowas. Brauchen wir jetzt eigentlich nicht. Ich mache OK. Und wie ihr sehen könnt, haben wir jetzt diese zwei Buttons. Das soll uns erstmal reichen. Ihr könntet das alles hier schön verlinken. Das sieht ein bisschen unordentlich dann aus, aber es passt schon. Wie speichern wir das jetzt? Das würde euch jetzt interessieren. Wir gehen auf Datei und für Web speichern. Wie vorhin gesagt, bitte maximal 16-Bit-Versionen hier reinhauen, weil sonst könnt ihr mit 32-Bit könnt ihr das nicht für Web speichern. Hier, da kommt einfach, das ist auch so grau. Dann haben wir das jetzt hier für Web speichern. Vorgaben könnt ihr ein ganz hohes GIF hier nehmen. Es kommt halt immer darauf an, was für Farben ihr hier habt. Wir haben es hier als GIF jetzt und die Farben können wir auch hochhauen ein bisschen. Dann wird es etwas feiner. Ihr seht es hier. Und ja, das können wir eigentlich alles so lassen, wie es jetzt so ist. Und gehen einfach auf Speichern. Ihr könnt auch vorher noch die Vorschau aktivieren, dann seht ihr es jetzt hier in eurem Webbrowser. Und wenn ich jetzt hier drauf gehe, ihr seht, kommt die Hand und wir könnten da jetzt zu den Webseiten gehen. Wir wollen es jetzt aber erstmal speichern. Speichern, also speichere ich es. Website Tutorial. Oh Gott, egal. HTML und Bilder, bitteschön. Dann Slices, alle Slices, ihr könnt da auch spezielle Slices auswählen, die ihr dann verwenden wollt, aber in dem Fall haben wir ja nur zwei, die wir auch verwenden wollen. So, hier habt ihr es dann, so wird es euch gespeichert als HTML-Datei und jetzt könnt ihr das mit eurem Webbrowser einfach öffnen. So, dann öffnen wir uns das einfach mal mit unserem gewöhnlichen Browser und wenn ich jetzt hier auf Website gehe, seht ihr, kommen wir einfach zu meiner Website, also hat unser Link funktioniert. Ja, das war es jetzt eigentlich auch schon wieder für heute. Ich hoffe, ihr hattet Spaß dran und konntet es für irgendwas verwenden.
Jetzt würde ich mich freuen, wenn ihr in die Kommentare irgendwas schreibt, falls es irgendwelche Fragen gab oder sowas. Ich versuche die auf jeden Fall zu beantworten. Und ansonsten schaut doch nächsten Samstag wieder rein, da kommt ein Video und am Sonntag auch wieder eins. Ich bin The Gucke und sag Adios.